Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 Feuerwehr. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ja, ich befinde mich jetzt hier aktuell in meiner persönlichen hauseigenen Küche. Es gibt heute ein dreifaches Menü. Als Vorspeise haben wir eine rote Beetesuppe, als Hauptgang Rumpsteak mit Rosmarinkartoffeln und einen kleinen Salat. Und als Nachspeise haben wir so einen kleinen Windbeutel mit sehr viel Sahne dazu. Ja, und etwas Kirsche natürlich auch noch. Muss ja ein bisschen süßer sein, ne? Denn als meinen persönlichen Favorit habe ich noch so eine richtig fette Gans drin. Wiegt ungefähr 2 Tonnen. Sollte für den Tag ausreichen für mich. Also für einen Personenhaushalt soll das natürlich genügen. So viel erstmal dazu zum Thema Essen. Ja, das werde ich mir dann gleich mal reinklopfen, denn ich muss ja irgendwas essen. Denn wenn man Einsätze bekommt natürlich, braucht man natürlich auch Hunger, den muss man stillen. Und natürlich muss ich auch ordentlich was trinken. So, jetzt haben wir's. So, dann mag mich erstmal fertig hier, denn ich bin gerade eben aufgestanden und aufgewacht. Aber leider ist mein Spiegel heute ein bisschen defekt. Ich glaube, mir da muss ich noch mir einen neuen zulegen. Der ist jetzt nicht so schön. Ich gehe jetzt mal eine Runde Bahn und dann läuft das Wasser eigentlich gar nicht ab. Oder ist hier gar kein Wasser drin? Haben die mir das Wasser abgestellt? Oder habe ich das noch gar nicht angeschlossen? Ich kommt irgendwie gar kein Wasser. Naja. Ach komm, geh mal kurz auf Toilette. So, dann nehmen wir hoch jetzt. Also fertig gemacht habe ich mich. Ich habe erstmal das Essen vorbereitet. Ja, hier ist mein kleiner Wohnbereich, meine Wohnstube. Wir haben es gerade 10 nach 10. Also fast 10:45. Ja, passt ungefähr mit der Ingame-Uhrzeit, ne? 9:53. Nein, nicht ganz. Dann habe ich hier so mein kleines Büro. Hier mache ich meine Let's Plays. Hier sind ganz viele Ordner von 1 bis, weiß ich nicht, 200 nummeriert. Dann habe ich hier noch ein paar Bücher, obwohl ich eigentlich gar nicht lese. Warum sind die hier drin? Keine Ahnung. Dann habe ich hier so einen wunderschönen Monitor. Ich weiß gar nicht. Ach, das ist das Haus, was ich hier gerade offen habe. Ach, guck mal, da ist sogar Steam offen. Also das kommt ja fast so richtig an meinen Real-Life-Monitor ran. Naja, okay, nicht ganz. Hier ist Avira, glaube ich, drauf installiert, das Antivirenprogramm. Aber ansonsten ist es ein netter Monitor. Von Asus auch noch. Okay, das habe ich jetzt auch nicht unbedingt. Tastatur ist von, sieht aus wie von Logitech. Naja, okay, das sollte jetzt kein Produktplacement sein, das sollte einfach bloß eine Bekanntmachung sein. So, dann haben wir einen Fernsehen. Ja, ich bin sehr großer AC/DC-Fan, im Spiel natürlich, in Real Life nicht. Finde ich jetzt nicht so prickelnd oder so grandios. Ja, ansonsten hier eine wunderschöne Wohnstube, ne? Und dann, jetzt gehen wir mal nach oben. Das soll so eine kleine Roomtour sein von meinem persönlichen Haus. Für die Mona Lisa. Weiß gar nicht, warum die hängt. Mag ich sowieso nicht. Schön sieht sie auch nicht aus. Hier ist mein zweites Badezimmer. Auch eine wirklich sehr, sehr schöne Dusche. Also für alle Leute, die gerne auf Einsätze stehen und auch Hochwasser möchten im Haushalt, ist die Dusche wirklich gut geeignet. Also das muss man dazu mal wirklich sagen, ne? Also ohne Tür, ohne, weiß ich nicht, Duschvorhänge, ist das wirklich sehr schön. Also ich glaube, da kann man auch mal gleich den Abfluss vergessen und einfach mal so hier im Raum duschen. Ist ja egal, also einen Abfluss haben wir ja, also das sollte dann schon abfließen. Wenn nicht, machen wir Fenster auf, dann fließt das Wasser auch noch raus. Wir wollen auch ein bisschen die Blumen gießen. Das sollte dann auch natürlich funktionieren. Ich glaube, wir haben sogar einen Rundgang. Wir können einmal hier um das ganze Haus laufen, denn wir haben einen 360-Grad-Balkon. An diesem Haus. Hier haben wir eine Tür, weiß ich nicht, ich glaube Abstellkammer, aber leider finde ich den Schlüssel nicht mehr, den habe ich irgendwo hingeschmissen, komme aber leider nicht mehr in die Tür rein. Einen Schlüsseldienst möchte ich nicht bestellen, ich habe nicht so viel Cash, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit Geld bekomme. Nun ja, nee, also ist mir alles viel zu teuer, ne. So, dann haben wir hier so einen kleinen Schlafzimmer, ich bin eigentlich alleine, hier stehen aber 2 Betten, weiß ich auch nicht warum. Was steht hier, Ron Pont Regatta 2012, April, ja, ich weiß gar nicht, die Buchstaben können sie auch wegnehmen und hier ein bisschen unten ranzoomen. Ich glaube, dann wäre das Poster ideal gedacht für diese Wohngegend. 2 Schränke, weiß auch nicht warum, da reicht auch einer. Ach, eigentlich brauche ich gar keinen, das ist eigentlich total sinnlos. Das hat man die Nachtschränke, da passt genug doch Unterwäsche rein oder generell Anziehsachen, Klamotten. Hier noch ein zweites Schlafzimmer, frage ich mich auch warum. Und schon wieder ein
naja, nicht so schönes Bild. Na okay, die fetzt sich an ihre, naja, wisst schon, ne? Vielleicht ist es deshalb da. Ich habe keine Ahnung. Das kann ich da ja nicht sagen. Oh, nochmal die Mona Lisa. Sie lacht immer noch und ich weiß immer noch nicht, warum das Bild da hängt. Das könnte man auch sehr schön verkaufen. Da glaubt, da würde man sehr viel Kohle für kriegen. Aber nun ja, liebe Leute, ich gehe jetzt erstmal wieder runter und. Ja, wo gehst du denn so mal runter? Wo, ach, hier ist die Treppe. Hier verläuft man sich wirklich sehr schnell in diesem Haus. Es ist natürlich kein Haus, es ist eine Villa. Ein wirklich sehr, sehr großes Häuschen. Wir haben einen Einsatz. Ich werde jetzt sofort gleich zur Wache fahren. Vorher möchte ich noch kurz was sagen. Ich habe jetzt zwei Fahrzeuge hier als Privat-PKWs für mich selber. Das ist einmal mein persönlicher Lieblings-Mercedes, der Mercedes G65 AMG. Und als Zweitwagen ist es der Opel Astra. Also, ich werde dieses blaue Licht natürlich nicht verwenden, weil ich einen Einsatz habe, denn ich könnte es natürlich auch machen, aber ich finde das jetzt nicht so prickelnd, als, ja, ich weiß nicht, ob ich das anschalten soll oder nicht. Aber ich würde sagen, ich nehme jetzt erstmal den Mercedes, weil ich den sowieso besser finde. Er hat natürlich auch Blitzer auf dem Dach, aber das sind bloß so Rundumleuchten, also gelbe Warnblitzen. Ich werde jetzt, wie gesagt, zur Wache fahren und dann sehen wir mal, was wir jetzt für einen nächsten Einsatz haben. So, was auch sehr praktisch ist, wir haben die Wache genau gleich neben das Haus. Also, was will man denn mehr? Also, eigentlich hätte ich da auch jetzt hinlaufen können, aber mit Fahrzeug geht das natürlich ein bisschen schneller und dann bin ich auch viel schneller vor Ort. Ich werde jetzt erstmal noch die Sirene tätigen, damit die restlichen Kameraden auch noch zur Wache kommen. Ja, und jetzt werden bestimmt wieder Kommentare folgen und nach diesem Video oder wenn ich dieses Let's Play hochgeladen habe, eine Berufsfeuerwehr wird nicht mit Sirene alarmiert. Na doch, im Spiel schon, also ich mach das so. Das ist mir eigentlich auch völlig egal, was ihr denn darüber sagt. Wenn natürlich Hater da auftauchen sollten, dann ist das halt so. Und wenn es so übergeht wieder in Beleidigung, das kann natürlich auch sein, was auch manchmal vorkommt, dann werde ich diese natürlich auch blocken, falls ihr euch schon mal gewundert habt, warum euer Text denn einfach unter diesem Video nicht mehr erscheint. Ja, ich habe jetzt den KDW da platziert. Und das TLF dort drüben. Jetzt habe ich immer noch einen freien Platz, weil ich den Opel Astra ja entfernt habe. Von daher ist wieder ein Platz frei. Zu diesem Einsatz wird jetzt fahren der ELW-1, denn wir haben einen Heuballenbrand auf dem Bauernhof hier in Tirol. Ich werde jetzt mit den ELW-1 zum Einsatzort ausrücken. ELW-1 zurück zum Einsatzort aus. Naja, oder auch nicht, ne? Also man könnte natürlich auch an der Anfahrt hängen bleiben, aber ich glaube, irgendjemand hat mir das auch ins Ohr geflüstert, dass das Fahrzeug auch ein bisschen Probleme hat. Von daher bleibt das mal lieber jetzt draußen stehen, denn es muss jetzt untersucht werden auf einen Motorschaden. Also da waren irgendwelche Konsequenzen mit diesem Fahrzeug. Ich komme jetzt leider nicht mehr weiter voran. Ja, da müssen sich die Kameraden denn nochmal informieren über das Fahrzeug. Dann werde ich jetzt mit dem KDOB1 zum Einsatzort ausrücken. KDOB1 zurück zum Einsatzort aus. Muss ja auch mal wieder sein, denn dieses Fahrzeug hatte ich schon länger nicht mehr verwendet. Und von daher passt das eigentlich jetzt schon relativ gut in dieses Video. Upsala. Jetzt bin ich ein bisschen schnell von der Fahrbahn abgekommen. Das tut mir natürlich auch sehr leid. Also das Fahrzeug geht da wirklich schnell ab. Das muss man dazu auch sagen. KDOW1 am Einsatzort eingetroffen. Wir schauen uns kurz diesen Brand an. Also wie gesagt, die Heuballen stehen in Brand und unsere Aufgabe ist es natürlich, diesen Brand jetzt erfolgreich zu löschen. Das nächste Fahrzeug, das jetzt kommen wird, wow, was war denn das eben? War das ein Krähe? Ist das neue Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Tirol. Das ist unser TLF 4000. TLF1 zurück zum Einsatzort aus. Endlich kann ich mal wieder das TLF erwähnen. Ich bin wirklich sehr begeistert von dieser Mod.
Ja, die Kühe auf der Weide, sie flüchten auch schon. Und die Schafe natürlich auch vor dem ganzen Lärm von diesem Fahrzeug. Aber das kann man natürlich jetzt auch nicht ändern. Das ist dann halt so. TLF-1 am Einsatzort eingetroffen. So, ich werde jetzt sofort die Löschkanone auf den Brandherd richten, damit wir hier diesen Einsatz erfolgreich abschließen können. So, zugleich werde ich auch einmal die Gerätefächer öffnen. Könnte natürlich auch sein, dass wir einige Ausrüstungsgegenstände brauchen aus diesem Fahrzeug. Sicher ist natürlich sicher. Okay, wir haben jetzt von den Einsatzleitern die Information bekommen, dass der Brand erfolgreich gelöscht wurde. Und damit ist der Einsatz erfolgreich beendet und damit können wir wieder zurück zur Wache fahren. Das werde ich jetzt natürlich tun. Und dann sehen wir weiter. Dazu mache ich erstmal das Blaulicht aus und die Warnblinkanlage. Und dann geht zurück auf die Wache, zurück zur Berufsfeuerwehr Tirol. Ich werde erstmal noch einmal die Löschkanone auf den Dach richten, damit sie ungefähr gerade steht. Ja, so sieht's gut aus. Sehr schön. Also das war ein schneller Einsatz, der wirklich sehr erfolgreich gelöscht werden konnte. Also hätten wir da jetzt wirklich kein TLF bisher auf unsere Wache, dann hätte der Einsatz vielleicht noch etwas länger gedauert. Vielleicht hätte er sich auch in die Stunden gezogen. Da wir wirklich ein Fahrzeug haben mit einer Löschkanone auf dem Dach, ging das wirklich rucki-zucki. Da konnten wir diesen Brand sehr, sehr schnell bekämpfen und zurück zur Wache fahren. Also das war jetzt wirklich mal ein Einsatz, der sehr, sehr schnell zu Ende ging. Ich hoffe, ich kann jetzt hier reinfahren, aber ich glaube, das wird nichts. Oder doch, doch, das sollte funktionieren. Ich fahre einfach mal hier wieder rein und stelle mich wieder hier an meine ursprüngliche Position. So. Okay, natürlich fehlt jetzt noch unser KDOW. Da ist er. So, Blaulicht ausgeschaltet. Heckblitzer auch, Warnblinkanlage und zurück geht's zur Wache, zu der Berufsfeuerwehr Tirol. Also hier fällt mir das wirklich sehr auf bei diesem Projekt, wenn ich mit dem KDOW 1 fahre, also mit diesem Fahrzeug, mit dem BMW. Die Straßen sind ja schon, das habe ich auch schon öfters erwähnt, sehr, sehr schmal. Und natürlich ist dieses Fahrzeug sehr schnell und dadurch habe ich vorhin einmal einen kleinen Unfall gebaut. Also darüber müsst ihr mal kurz hinwegsehen. Also das war natürlich nicht mit Absicht, denn dieses Fahrzeug ist wirklich ein sehr, sehr schneller Renner. Also ich glaube, das ist auch eher für größere Maps geeignet, finde ich. Gerade diese Map ist schon etwas sehr klein. Denn drückt man einmal auf die Taste W, da fliegt das Fahrzeug aber quer über die Map. Das ist schon wirklich außergewöhnlich. Das ist mir einfach so aufgefallen. Also das musste ich jetzt mal kurz sagen. Okay, alle Fahrzeuge sind wieder zurück in der Wache. Der EW wird noch überprüft und kann dann im nächsten Einsatz wieder verwendet werden. Sehr lustig. So, dann öffne, dann schließe ich erstmal wieder das Tor oder die Tür. Tür oder Tor. Schiebetür, ach keine Ahnung, was man dazu sagen soll. Ich sage jetzt einfach mal die Tür. Dann setze ich mich wieder in meinen wunderbaren Mercedes G65 6x6 AMG. Das komplette Sportpaket erlebt man hier. Das ist wirklich ein Fahrfeeling vom Feinsten. Ein wirklich sehr, sehr schönes Fahrzeug. Ich mag das einfach. Generell Mercedes ist wirklich eine gute Marke. Also die machen da wirklich sehr, sehr elegante Arbeit. Ich mag dieses Modell einfach. Generell SUVs sind schon wirklich eine erhobene Klasse, die auch, also das sagt auch schon das Wort, wörtlich, das ist alles schon ein bisschen höher, man erkennt alles einfach besser, als wenn man jetzt zum Beispiel in den Opel Astra sitzt hier. Da ist es alles eher ein bisschen niedriger. Da sieht man nicht so jetzt zum Beispiel, was jetzt auf der Straße los ist. Also hier ist man schon ein bisschen höher, da kann man schon etwas von weiter weg sehen, was da sich auf der Straße befindet, zum Beispiel. Nur mal so nebenbei. So, ich habe ganz vergessen, meine 2 Tonnen gebackene Gans aus dem Ofen zu nehmen. Aber sieht gut aus, sehr kross. Ich glaube, die ist schmackhaft. Ich werde mich jetzt hier ransetzen. Mein 3-Gänge-Menü plus 2 Tonnen Gans futtern.
Dann werde ich ins Bett gehen. Ja, und dann wird der nächste Tag starten oder da halt das nächste Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Leute. Dieses Mal etwas längere Video. Ich habe es jetzt eigentlich mal so gemacht, wie ihr das möchtet. Also, es haben sich auch schon mehrere gefragt unter meinen Videos: Kannst du das nicht mal so machen, dass du nach dem Einsatz die Fahrzeuge wieder zurück zur Wache bringst? Und ja, das habe ich jetzt einfach gemacht, erledigt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Leute. Wenn ja, dann würde ich mich einen Daumen nach oben freuen, denn sehe ich auch, dass ihr noch mehr Folgen sehen möchtet, natürlich auch von LS17 auf meinem Kanal. Falls ihr Fragen habt, Meinungen etc. pp., schreibt sie gerne unter diesem Video in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen oder einen schönen Tag. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.